Ja, hallo, Jens Kortz hier. Ja, erstmal vielen Dank für die große Nachfrage von meinem Podcast Toxische Beziehungen. Und weil da so viele Nachfragen kamen, was es denn für toxische Menschen gibt, erfährst du im folgenden Podcast etwas über die sogenannten toxischen Archetypen. Ich wünsche dir viel Spaß und nicht wundern, der Podcast ist direkt aus einem Video für unsere Coaching-Ausbildung. Und sollte da öfter mal die Ausbildung fallen, lass dich nicht beirren. Es geht mehr um den Inhalt. Was sind es für Typen, diese toxischen Menschen, toxische Archetypen? Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß dabei. Willkommen zur Lektion oder zu den Lektionen toxische Archetypen. Was ist das denn, wirst du dich fragen? Toxische Archetypen sind toxische Menschen, die nach einem gewissen Muster immer wieder vorgehen und somit dich vergiften. Und da gibt es genau 10 Stück von und die werde ich jetzt in diesen einzelnen Lektionen vorstellen. Und mit welcher Strategie du diesen Menschen am besten begegnest, weil es macht nämlich am aller wenigsten Sinn, sich immer wieder mit diesen Menschen anzulegen und versuchen, diese zu überzeugen, denn sie sind von sich aus toxisch. Das geht ein bisschen einher mit persönlichkeitsgestörten Menschen, ja, die ja auch sehr toxisch sind, wobei bei der Persönlichkeitsstörung wir ganz klar definieren können, ist es ein Psychopathen, Soziopathen, Narzissten, Histrioniker, paranoide Schizophrenie, was auch immer. Da gibt es ganz viel Cluster, aber hier, und das ist eben die neueste Erkenntnis der Persönlichkeitspsychologie, gibt es 10 Typen, die einfach aufgrund ihres Verhaltens für ihr Umfeld toxisch sind. Das heißt, wenn man sich längere Zeit mit diesen Menschen umgibt, bekommt man nicht nur eine schlechte Energie, sondern man bekommt Selbstzweifel, also das Selbstvertrauen sinkt. Und im Worst Case, und das finde ich ist das Allerschlimmste, bekommt man eine Abhängigkeit zu diesen Menschen. Weil dadurch, dass sie so auftreten, fühlt man sich ja auch irgendwie zu diesen Menschen hingezogen. Und das ist eben das Gefährliche. Als ich den Artikel darüber las, dass es diese Typen gibt und dass das eben jetzt das Neueste von der Front Persönlichkeitspsychologie ist, war ich erstmal überrascht, dass es so etwas gibt, dass es jetzt auch wirklich wissenschaftlich fundierte Untersuchungen darüber gibt und dass man sie jetzt auch benennen kann. Und ich bin da natürlich auch so mal meine Leute durchgegangen und musste feststellen, dass ich eine Type da auch ganz klar wiedergefunden habe, die sich in meinem Leben eben auch manifestiert hatte. Gott sei Dank habe ich mich schon vor diesem Artikel von dieser Person gelöst, aber auch ich merkte damals, als ich in dieser Beziehung war zu diesem Menschen, dass es mir irgendwie nicht gut ging, dass ich mich immer irgendwie angezweifelt habe, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Und heute weiß ich warum, weil es ist ein typischer toxischer Mensch gewesen, ein toxischer Archetyp. So, das war so ein bisschen die Theorie, wo das herkommt. Und ich fange gleich mal an mit dem ersten Archetyp, der sogenannte Prediger. Ja, die Moral bin ich. Das sind Menschen, die sich permanent über Verhaltensmuster von anderen Menschen aufregen. Wie kann man sowas essen? Wie kann man noch Tiere essen? Wie kann man rauchen? Wie kann man seine Kinder Netflix gucken lassen? Und so weiter und so weiter. Also sie sind permanent als die moralische Instanz unterwegs. Ja? Und sie predigen jedes Mal, wie schlecht das ist, was du da machst oder was das Umfeld da macht. Und kommen immer wieder als moralisch sauber rüber. Und am Anfang fühlt man sich vielleicht auch von ihnen hingezogen und sagt, ah, Mensch, endlich sagt das mal einer und endlich ist da mal einer, der da auf den Tisch haut und der die Dinge beim Namen nennt. Aber Finger weg. Ja? Hier die Strategie ganz klar, den Kontakt vermeiden, denn er wird auch irgendwas bei dir finden, früher oder später. Was du schlecht machst, was du nicht gut machst, was eben dazu führt, dass du dann verurteilt wirst in deiner Art zu leben, in deinem Verhalten. Und glaub mir, er findet etwas. Der Prediger, die Predigerin, sie suchen so lange, bis sie wieder mit ihrer Moralkeule kommen, und dich dann eben diskreditieren. Und deswegen
Kontaktabbruch auf ein Minimum reduzieren. Lass es einfach sein. Geh nicht in die Grundsatzdiskussion. Die sind schon fast schon fundamentalistisch unterwegs und das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Ja, wir kommen zum nächsten toxischen Archetyp, der Rechtmacher, die Rechtmacherin. Und im Prinzip ist der Rechtmacher, die Rechtmacherin jemand, der eine unsichtbare, nicht greifbare Sabotage vornimmt. Ja? Immer zuvorkommt, immer charmant, immer höflich. Hält dir die Tür auf, ist interessiert an deinem Leben, freut sich für dich, leidet mit dir. Und ist immer dabei, irgendwie freundlich, aufgeweckt, charmant rüberzukommen. Und es dauert sehr lange, bis man ihn erkennt. Denn er geht hin und verbreitet hinter dem Rücken von den Menschen Gerüchte. Und das tut er immer mit denen, die eben nicht zu diesem Kreis dazugehören oder eben diesen Menschen nicht direkt begegnen. Und somit schafft er eine Verbindung mit den Leuten, weil Lästern ist auch ein gutes Bindemittel zwischen Mitarbeitern. Das Lästern gehört irgendwie dazu, das ist so ein Kit. Aber der ist ganz geschickt und er versucht immer im persönlichen Gespräch mit dir rauszubekommen, wie es dir gerade geht. Also versucht sehr viel Persönliches von dir rauszubekommen. Und strickt dadurch wieder irgendein Gerücht, dass du dann irgendwann mal über den Flurfunk, über den Buschfunk erfährst oder worst case auch nicht. Und dann eben die Leute, die aus dem Weg gehen, weil da irgendwas Negatives über dich gesagt wurde. Ganz klare Strategie hier. Freundlich bleiben, aber nichts von sich preisgeben, nichts erzählen. Sehr oberflächlich bleiben im Kontakt mit dieser Person. Und du wirst diese Person auch immer dann erkennen, wenn sie anfängt, mit dir über andere zu reden. Ja, und diese Sabotage dann eben stattfindet, im Sinne, dass es unsichtbar bleibt und eben nicht greifbar. Ja, also aufpassen, der Rechtmacher, die Rechtmacherin, sabotieren dich, ohne dass du es mitkriegst, weil alles hinten rumläuft und deswegen immer oberflächlich bleiben, freundlich, höflich, aber auf gar keinen Fall attackieren oder angehen. Ja, Archetyp, der nächste toxische Archetyp ist der Retter, die Retterin. Ja, und das vergiftet dich ganz langsam, was dieser toxische Mensch mit dir macht, denn er ist immer für dich da. Er ist immer für dich da. Er macht alles, damit es dir gut geht. Er nimmt dir alles ab, er unterstützt dich, er hilft dir in allen Lebenslagen. Er fängt an und hilft dir bei der Steuererklärung, er putzt die Bude für dich, er heimwerkt, er macht, er tut. Also der Retter, die Retterin, wirklich ein Traum für jeden Menschen, wo man sagt, wow, wo warst du vorher in meinem Leben? Wie schön, dass es dich gibt. Du bist immer für mich da. Es ist absolute Verbundenheit. Es ist absolut schön. Und der wird erst sein wahres Gesicht zeigen, wenn du dir mal nicht helfen lässt. Wenn du für dich etwas machst, wenn du alleine entscheidest, wenn du die Dinge alleine regelst, dann flippt er komplett aus und wird fast schon zum obsessiven Stalker, weil er zieht seine Energie daraus, dass er Menschen in die Abhängigkeit bringt. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Deswegen, auch hier gibt es eine Strategie, wie man mit diesen Menschen umgeht. Also nicht jeder, der dir gleich hilft, muss man auch jetzt wieder hier ein bisschen relativieren, ist gleich einer dieser toxischen Retter. Also ja, es gibt auch sehr gute, hilfsbereite Menschen da draußen. Aber wenn sich einer komplett für dich aufgibt, dann ist das immer gefährlich. Und da gilt es eben, so viel Unabhängigkeit wie möglich in diese Beziehung zu bringen. Also dass du wirklich nur in Ausnahmefällen auf diese Person zurückgreifst und früher oder später wird sich die Person dann auch von dir verabschieden, weil sie einfach keine Abhängigkeit schaffen kann und somit dich eben nicht vergiften kann. Denn das, was die Person dann macht, ist, dass sie sofort in den Vorwurf kommt, dass sie dich angreift, wenn du dir quasi nicht von ihr helfen lässt. Und das ist das Gefährliche an diesen Menschen. Toxische Archetypen arbeiten alle mit dem Muster, dass sie eine Abhängigkeit schaffen wollen, eine Begehrtheit zu sich, um dich dann komplett
zu vergiften im Sinne von, dass dein Selbstvertrauen verschwindet und deine Selbstzweifel erhöht werden. Ja? Also hier beim Retter aufpassen, so viel Unabhängigkeit wie möglich reinbringen und dann schauen, was passiert, und irgendwann wirst du uninteressant für den Retter, die Retterin, weil es einfach nicht dazu führt, dass du in die Abhängigkeit kommst, und dann sucht er sich einen neuen Wirt. Wir kommen zum nächsten Archetyp, der Big Talker. Wow, eine ganz, ganz, ganz große Blase, viel Vision, wenig Verantwortung. Ja, Big Talker zeichnen sich dadurch aus, dass sie alles groß malen, dass sie alles leicht malen, dass sie tolle Ideen haben, dass es immer super läuft, dass es positiv ist, und dann, wenn es darauf ankommt, die Verantwortung zu übernehmen, dass sie dann mit Ausreden kommen, dass sie diese Verantwortung nicht übernehmen und dass jemand anderes das machen muss. Und dann kommt es eben zu diesem Scheitern. Und dann kommt der Big Talker natürlich aus der Reserve und sagt, ja, wenn er es gemacht hätte, dann wäre es nicht gescheitert. Und somit kriegst du im Endeffekt immer das Problem des Scheiterns. Und am Ende geht er immer wieder raus und sagt, ja, nur mit ihm läuft's. Aber wenn es dann drauf ankommt, wird er immer wieder sich mit Ausreden aus der Affäre ziehen und sagen, er kann leider nicht, hat tausend andere Projekte und so weiter. Also bei ihm klingt alles leicht, bei ihm klingt alles super, er ist der Big Talker, er baut dir Luftschlösser ohne Ende, und wenn es dann konkret wird, dann kneift er und haut ab und ist dann eben jemand, der immer nur schaut, dass er Verbündete findet, die das dann machen für ihn, aber er selbst tritt nicht in Erscheinung, unterstützt es dann auch nicht, und in der Regel scheitern dann seine Projekte. Wie kann man diesen Menschen begegnen? Wie kann man vermeiden, dass er toxisch auf dich einwirkt? Weil am Ende ist es ja so, wenn es dann scheitert und du kriegst den Tadel, dann wird das zu Lasten deines Selbstvertrauens gehen. Genau das, was toxische Archetypen wollen. Sie wollen dein Selbstvertrauen zerstören, sie wollen Abhängigkeiten schaffen. Und so ist es wichtig, dass man konkret das Projekt benennt. Also wie sieht das konkret aus? Und ganz konkret benennt, wer die Verantwortung trägt. Und wenn du da zweimal ein Ja bekommst, dann müsste es eigentlich kein Big Talker sein, sondern eher einer, der dann wirklich die Verantwortung auf sich nimmt und sagt, ich krieg das durch. Und wenn du dann ein Nein hörst, dann weißt du, Big Talker quatscht nur heiße Luft, kommt nichts, und deswegen vermeiden und gar nicht drauf eingehen. Also hier ganz klar die Vermeidungsstrategie: Lass ihn reden, kümmere dich nicht drum. Irgendwann wird dieser Big Talker auch die Lust verlieren, weil er merkt, er kriegt mit dir da keine Resonanz, er kriegt keinen Verbündeten. Und von der Seite her ist das natürlich auch ein Punkt, der an dich geht und damit keine Abhängigkeit geschaffen wird und, das Allerwichtigste, du dein Selbstvertrauen behältst. Nächster toxischer Archetyp ist der Rebell, die Rebellen. Hier geht es um Machtspiel, ohne dass man sich an Regeln hält. Der Rebell mag keine Autoritäten, er mag keine Regeln, und er wird sich immer für alle einsetzen, die irgendwie eine Minderheit darstellen, die unterdrückt werden. Und er macht sich immer groß für diese Leute, und im Endeffekt geht es nur darum, dass er das Maximale an Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn man ihn kritisiert, dann geht er sofort mit dem Joker los und sagt, hier, ich werde wieder unterdrückt, da ist wieder jemand, der mich unterdrücken will, das lasse ich nicht zu. Und somit versucht er immer wieder die Leute, die ihn in irgendeiner Weise greifen wollen, ins schlechte Gewissen zu treiben. Zu sagen, ja, du willst mich auch nur unterdrücken, du bist ein schlechter Mensch. Und das ist das, was im Endeffekt durch seine permanente Anprangerung von Regeln, von Arbeitsanweisungen passiert. Und irgendwann geht man halt hin und stellt sich in Frage und sagt, vielleicht ist man dann doch ein schlechter Mensch. Denkt dran, Glaubenssätze entstehen durch permanente Wiederholung, auch bei uns Erwachsenen. Und wenn man permanent hört, dass man ein schlechter Mensch ist, dass man ein Unterdrücker ist, fängt man an sich zu zweifeln. Und genau das ist das, was der Rebell möchte. Er möchte das Maximal an Aufmerksamkeit, er möchte dich damit unterdrücken, weil er dann natürlich seine Macht komplett ausleben kann. Und am Ende führt es vielleicht sogar dazu, dass man ihm einen verantwortungsvollen Posten gibt, weil man immer wieder das Gefühl hat, ja, er achtet, dass es allen gut geht, er ist der Gutmensch, ich bin vielleicht gar nicht in der Lage, das Ruder rumzureißen, ich bin gar nicht in der Lage, die Leute zu erreichen, zu motivieren, weil ich
irgendwie was Unterdrückendes habe. Und der Rebell ist dann in dem Fall der bessere Chef, die bessere Chefin, die bessere Führungskraft. Alles Bullshit, alles toxisch, alles nur, um dich in die Zweifel zu kriegen, um eine Abhängigkeit zu schaffen, dass nur diese Person es kann und im Endeffekt die maximale Aufmerksamkeit bekommt. Auch hier gibt es eine Strategie, wie du dich da am besten verhältst, wie du am schnellsten rauskommst, nämlich indem du den Kontakt vermeidest, indem du gar nicht auf die Beziehungsebene gehst, indem du so wenig Angriffsfläche wie möglich bietest, also ganz wenig von dir preisgeben, ganz wenig sagen, sehr kurz angebunden sein, sehr distanziert und ihn einfach in seinem Dunstkreis machen lassen, ohne dass du dich auf ihn einlässt oder ihm in irgendeiner Weise mit Regeln kommst oder mit Anweisungen. Mein persönlicher Tipp als Unternehmer, rausschmeißen. Knallhart rausschmeißen. Das gilt übrigens für alle toxische Archetypen. Ich wäre da ziemlich konsequent. Ich bin ja auch Psychologe und ich würde das dann auch machen. Hab's aber auch leicht. Ich habe eine kleine Bude. Ich habe keinen Betriebsrat. Ich kann schalten und walten. Ich will, es ist inhabergeführt. Und auf der anderen Seite würde ich mir toxische Archetypen gar nicht einstellen, weil ich sie eben durchs Recruiting schon durchs Raster fallen lassen würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur, falls du die nicht los wirst und falls es da sehr schwierig wird, weil es dann arbeitsrechtlich kompliziert wird, dann einfach gib ihm irgendeine Spielwiese, wo er sich austoben kann, wo er wenig Anweisungen kommt, wo er wenig vernichten kann. Und du hast den Rebell eben nicht mehr so lautstark, wie er sonst tönt, um seine Macht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das war der erste Teil zum Thema toxische Archetypen. Und wenn du noch mehr wissen willst und die anderen 5 toxischen Archetypen kennenlernen willst, dann schalt nächste Woche wieder ein zu einer weiteren Folge Live Coaching to Go. Ich freue mich natürlich auf ein Like, ein Abo und natürlich auch auf deine Kommentare. Und bis dahin, wie immer, bleib gesund, zuversichtlich und mutig. Dein Jens.